Mann. Egal. Oh. Mein Problem gerade ist halt, wir haben nichts, was uns irgendwie für diesen Kampf tauglich machen würde. Wir haben keine gute Rüstung, wir haben keine guten Waffen, weil wir die nicht anlegen können, weil uns das Level fehlt. Wie viel findet es eigentlich noch auf Level ab? Oh, einiges. Ich höre hier irgendwelche Viecher, aber ich sehe sie nicht. Die Spinnen sind rechts von uns. Ich greife an. Okay, ich überlege gerade. Also snipern können wir die nicht, das sind zu viele und der Kettenblitz sollte effektiver sein. Ich bin direkt hinter dir. Das hoffe ich so stark. Oder der Orb. Ja, der Orb ist definitiv aktiv. Yikes. Okay. Das ist wieder ein Fall von probieren geht über studieren. Ich helfe dir. Wow! Nein! Wie dumm kann ein einzelner Mensch bitte sein? Ich wusste ganz genau, dass die Viecher da liegen und ich laufe rein. Ah, es tut weh.
Die Idee war, ich laufe rechts, um den Schüssen auszuweichen, dann trifft mich aber der Feuerball und... Ja, da war's vorbei. Ich helfe dir! Was ist sonst kommen? Das passt schon. Ups. Das war der Flammenwerfer, was relativ gut ist. Der hat den meisten Schaden gemacht. Das war 3. Oh, die droppen gut Elixir. Ich greife an. Haben die noch einen Flammenwerfer? Ich soll nicht gepacken. Heiltrank, Wein, Elixit, Heiltrank, Elixit. Ah, ganz gut Elixit nochmal gekriegt hier. Knapp 400. Okay, eine Spinne müssen wir trotzdem ausweichen. Aber das war doch ganz okay, dass wir die Elixir-Teile jetzt gekriegt haben. Munitechnisch okay. Ja, reicht nicht. Ist jetzt nicht unbedingt was, wo ich sagen würde, wir leben sorgenfrei, aber wir kommen noch drum rum. Eure Verfolger sind Geschichte. Wirklich? Ein erleichterndes Gefühl macht sich bemerkbar. Wer hätte gedacht, dass wir einmal als Abtrünnige Seite an Seite gegen die eigenen Männer kämpfen müssen? Damit hast du uns einen großen Dienst erwiesen. Nimm dies als Dank dafür, Commander. Das hat sich gelohnt, ja? Okay, dann gehen wir mal mit dem Berserker sprechen. Das ist weit. Da will er zurücklaufen, dann muss sein, ne? Ich will mich nicht direkt rein teleportieren, falls sie was gegen Kleriker haben. Goliath, die Stadt der Berserker,
Heidrop. Ihr Name Goliath leitet sich aus einem Wort aus der alten Welt ab. Goliath. Es stammt aus einer alten, fiktiven Geschichte namens Dave und Goliath. In der Geschichte kämpft ein gewisser Dave an der Seite seiner Freundin Jude gegen Goliath. Zumindest hat mir das einmal jemand erzählt. Ich glaube, wir müssen da hoch. Arbeiten auf dem Feld wäre nichts für mich. Ja, das glaube ich dir. Da würden deine Teile verrosten. Den Weg entlang stimmt, ja. Hast du Stormson gesehen? Sag, dass du ihn gesehen hast. Kann schon sein. Hat er dir zufällig gesagt, wohin er aufgebrochen ist? Nein, daran kann ich mich nicht erinnern. Oh, so ein Ärger. Dabei hatte ich gehofft, dass du mir weiterhelfen kannst. Hast du dich in der Taverne umgesehen? Das war nicht nötig, dort ist er nicht. Also nicht mehr. Ein paar Kerle haben ihn dort aufgegriffen. Wenn das stimmt, was ich gehört habe, waren das gewiss keine Freunde von ihm. Was waren das für Kerle? Alle Aussagen sind recht vage. Niemand konnte mir etwas Genaues sagen. Konnten sie nicht oder wollten sie nicht? Du meinst, sie verschweigen es mir mit Absicht? Exakt. Das würde bedeuten, dass Angrim dahinter steckt. Das verschlimmert die Angelegenheit. Ich werde Stormson ausfindig machen. Denkst du, du kannst Angrim zum Reden bringen? Das werde ich. Verlass dich drauf. Sei aber vorsichtig. Er ist nicht zimperlich. Du siehst ja, was passieren kann. Ich komme klar. Warum will Angrim Stormson beseitigen? Er hat sich offen gegen das Gesetz gestellt und hat sich auf die falschen Leute eingelassen. Jemand hat ihn verraten? Ja. Angrims Spitzel, die Angehörigen des Eisenclans, sitzen überall. Aber der arme Teufel konnte seine Klappe ja nicht halten. Sieht ganz so aus. Eigentlich würde ich ungerne was für die Berserker erledigen, aber ich brauche Erfahrung, ich brauche Geld, es spielt mir gerade in die Hände. Oh, Setzebrot. Das kriegst du halt nur hier. Also bei den Berserkern. Schon wieder ein neues Gesicht in der Stadt. Auf der Flucht vor diesen von Elex mutierten Alps? Ich sag dir, es wird langsam Zeit, sie auszurotten, wenn du mich fragst. Ich bin ein Alp. Was bist du? Moment mal. Jetzt erkenne ich es. Du gehörst tatsächlich zu dieser abartigen Brut. Ein Alp in unserer Stadt? Dir reiß ich den Schädel ab. Komm her! Dich ab! Was? Damit bist du besser vorsichtig. Ah.
Das hätte so nicht machen dürfen. Was zählt das Tod?